Hier in Mittbach ist ein ganz ein wichtiger Punkt für die bayerische Landesvermessung. Im Turm der Kirche in der Kuppel wurden die Dreieckswinkel des ersten Landesvermessungsnetzes gemessen. Hier wurde ein Dreieck aufgebaut zwischen dem Nordturm der Münchner Frauenkirche, der Kirche in Mittbach und dem Wendelstein. In der Kuppel hat man einen Theodoliten aufgestellt, ein Instrument, mit dem man wie mit diesem Instrument horizontal und vertikal Winkel messen kann. Damit hat man diese Dreieckswinkel ausgemessen zwischen diesen Punkten. Dieses heutige moderne Instrument kann zusätzlich noch Strecken messen auf Glasprismen. Ich habe hier ein Prisma aufgestellt und jetzt stelle ich mal den Punkt ein und messe die Strecke. Punkt gespeichert. Dieses moderne Instrument kann noch ein bisschen mehr. Es kann sich seine Punkte selber suchen. Und auf Knopfdruck sucht es und findet es sein Glasprisma und misst die Strecke dorthin. Neben modernen Tachymetern werden auch globale Satellitennavigationssysteme in der Landesvermessung eingesetzt. Diese haben eine Reihe von Vorteilen. Mit den Satellitennavigationssystemen wird unabhängig von Wetter und den Tageszeiten gemessen. Der Zeitaufwand ist gering, es gibt keine Ableseschwierigkeiten. Mit den von uns verwendeten Geräten kann die Lage von Punkten genau festgestellt werden. Mit den aktuellen Satellitennavigationsgeräten werden die Fixpunkte in kurzer Zeit im Sub-Zentimeter-Bereich bestimmt. Dabei ist man unabhängig von Wetter und Tageszeiten. Allerdings müssen die Sichtbedingungen zu den Satelliten gegeben sein. Der Horizont darf nur in den unteren 15 Grad abgedeckt sein. Die Empfangsantenne braucht einen freien Himmel, keinen solchen wie auf diesem Bild. Außerdem verwenden wir unseren Satellitenpositionierungsdienst SAPOS, durch den wir die Genauigkeit der Satellitenpositionierung auf etwa einen halben Zentimeter erhöhen können. Die Fehler des Satellitensystems können durch Dauerbeobachtungen mit Referenzstationen korrigiert werden. Viele Vermessungsämter tragen hierzu eine Empfangsantenne auf dem Hausdach. Aber auch dieses moderne Verfahren basiert auf den Arbeiten, welche hier vor über 200 Jahren begonnen wurden. Ich wünsche Ihnen noch eine unfallfreie Fahrt. Es geht weiter mit dem Blick auf den Wendelstein, den Sie sehen können, wenn schönes Wetter ist.